Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es ums Motorradfahren. Das Video bzw. die Serie werden wir in zwei Teile aufteilen. Einmal werden wir uns das Cockpit anschauen, das heißt das, was wir hier vorm Gesicht haben, das werden wir uns gleich mal alles anschauen. Und dann geht es noch einmal ums Schalten, Kuppeln, Gang einlegen und ums Bremsen, weil da ist ein bisschen mehr zu erzählen. Und das ist auch das Komplizierteste am Motorradfahren. Ich will gar nicht so viel Zeit verschwenden, wir fangen direkt mal an. Das Wichtige ist, wenn man aufs Motorrad draufsteigt, man steigt immer von der Seite auf, immer von der linken Seite. Links ist der Ständer, also von links aufsteigen, nicht von der rechten Seite, weil da ist das Motorrad ist ja schräg und auf der rechten Seite ist es etwas erhöht und dann kann man sich schnell hinlegen. Bevor wir aufs Motorrad steigen, also wenn ihr jetzt das erste Mal aufs Motorrad steigen solltet, links haltet ihr den Lenker fest und einfach, dann müsst ihr einfach nur mit den rechten Beinen müsst ihr euch über den Sozius schwingen und dann seid ihr schon drauf. Zack. Gar kein Problem. Ganz wichtig, Ständer nicht vergessen wegzuklappen. Aber wir lassen den erstmal unten, weil ich wahrscheinlich gleich nochmal absteigen muss. Das ist das Cockpit. Ist gar nicht so viel zu erzählen. So viele Knöpfe sind hier gar nicht. Das hier ist die Zündung. Ich mach mal die Handschuhe ab. Ah ja, ganz wichtig, habe ich vergessen. Schutzkleidung auf jeden Fall tragen beim Motorradfahren. Wir gucken uns heute ja nur das Cockpit an. Das heißt, ich werde heute nicht fahren und da brauche ich die Kleidung nicht extra. Ich wollte nicht extra nach Hause und die Kleidung holen. Beim zweiten Teil machen wir das aber auf jeden Fall. Da tragen wir auch Schutzkleidung, so wie das sein muss. Das ist die Zündung. Der Schlüssel ist gerade auf Off. Das heißt, wir haben keinen Strom. Wenn ich den Schlüssel jetzt nach rechts drehe, nach On, geht der Strom hier an. Dann sieht man die Drehzahl, Wassertemperatur und so weiter. Ich zeige euch das mal. Hier das in der Mitte. Das ist der Drehzahlmesser. Ich mache mal kurz die Maschine an, dann seht ihr, wie sich das verändert. Die Drehzahl, wir haben gerade keine Drehzahl, weil wir sind im Leerlauf und die Maschine ist auch aus. Zack, jetzt haben wir hier, ist der schwarze Balken etwas hochgegangen. Wir sind jetzt ungefähr bei 1000 Umdrehungen. Und wenn ich jetzt Gas gebe, wird die Drehzahl langsam hochgehen. Das war es zur Drehzahl. Das grüne Lämpchen hier, das heißt N, steht für neutral. Und das heißt, wir sind gerade im Leerlauf. Das heißt, wenn ich jetzt Gas geben würde im Leerlauf, würde nichts passieren. Hier, das ist die KMH-Anzeige, digital. Das hier ist die für Benzin die Anzeige. Hier haben wir eine Uhr. Da drüber über der Uhr ist Kilometerzahl und da drüber über der Kilometerzahl ist die Wassertemperatur. Eigentlich alles recht simpel. Nochmal, was ich vergessen habe zu sagen, wenn ihr einen Gang drin habt, jetzt will er jetzt nicht reingehen, weil die Maschine aus ist. Ich mache mal kurz einen Gang rein. So, Maschine ist ausgegangen. Sicherheitsfeature, weil der Ständer unten ist. Das wollte ich euch sagen. Wenn der Ständer unten ist und ihr legt den Gang ein, wird die Maschine direkt ausgehen. Das ist ein Sicherheitsfeature, weil wenn ihr fahren könntet und ihr würdet euch jetzt, wenn ihr jetzt hier gleich zum Beispiel links fahren würdet, ihr geht gleich in die Schräglage und ihr fährt und der Ständer ist außen, werdet ihr euch hinlegen. Das ist zu 100% garantiert und der Ständer, ich weiß nicht, ob der abbrechen würde, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall würdet ihr euch hinlegen. So viel dazu. Die Maschine wird jetzt nicht angehen, weil ein Gang drin ist. Das heißt, wenn ich die Maschine jetzt starten will, muss ich die Kupplung ziehen und jetzt müsste sie angehen. Und das tut sie auch. Jetzt mache ich mal kurz den Leerlauf. Der Leerlauf ist ein über den ersten Gang. Das heißt, einmal kurz den Hebel nach oben drücken. Zack. Wir sind im Leerlauf, können die Kupplung loslassen. Und das grüne Lämpchen, der heißt,
Der Leerlauf ist drin. Und jetzt machen wir mal kurz aus. Der Leerlauf ist drin und es passiert nichts, wenn ich Gas gebe. So, dazu wollte ich eigentlich gar nicht so viel erklären. Zum Schalten und so weiter. Das machen wir ja, wie gesagt, im zweiten Teil. Hier links und rechts, das sind Lenkerendenspiegel. Die lassen sich per Hand einstellen. Da stelle ich jetzt nichts um, weil die schon perfekt eingestellt sind für mich. Normalerweise sind die Spiegel hier so, aber ich habe mir jetzt Lenkerendenspiegel geholt, weil ich finde die optisch ansprechender und sehen auch gut aus. Jedenfalls Spiegel per Hand einstellen. Das hier ist Fernlicht, Abblendlicht. Wenn ich jetzt die Maschine anmache, jetzt ist das Standlicht angegangen. Wenn ich den Motor starte, geht automatisch das Abblendlicht an. Das ist auch ein Sicherheitsfeature. Man kann das Abblendlicht beim Motorrad nicht ausstellen. Das kann man nur bei alten Motorrädern. Aber ab einem bestimmten Baujahr geht das nicht mehr. Wenn ich jetzt den Motor starte, geht vorne das Abblendlicht an. Das werdet ihr jetzt, könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber das ist halt, das ist so. Das heißt, wenn ich jetzt hier drücke, müsste das, geht das Abblendlicht an. Abblendlicht ist an. Und wenn ich jetzt hier drücke, diesen Knopf drücke, geht hier das blaue Licht an. Das heißt, Fernlicht geht an. Fernlicht ist an, blaues Licht ist an. Und wenn ich jetzt hier wieder nach unten drücke, geht das Fernlicht aus und wir haben wieder das Abblendlicht. Zack. So. Also, Licht kann man nicht ausstellen beim Motorrad. Ist ein Sicherheitsfeature. Ist auch gut so. Jetzt habe ich nämlich was vergessen. Fernlicht lässt sich auch nicht anschalten, wenn der Motor nicht an ist. Zack, funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn der Motor an ist. Ich mache mal den Motor an. Jetzt geht's wieder. Blaue Lampe ist an, Fernlicht ist an. Das ist die Lichthupe. Zack, funktioniert auch. Vielleicht sieht man. Ah, man sieht es ganz leicht. Ist zu hell draußen, aber ja, das war jetzt zum Fernlicht. Das hier ist der Blinker nach links. Hier blinkt links. Blinker rechts blinkt rechts. Und wenn ich den Blinker jetzt ausschalten will, muss ich hier einmal in der Mitte drücken. Zack. Ah, funktioniert nicht. Nochmal. So, jetzt. Zu schwach gedrückt. Jetzt ist der Blinker aus. Der Blinker geht nicht automatisch aus. Man muss es jedes Mal ausmachen. Das ist nicht wie beim Autofahren. Das ist. Vielleicht kommt das nochmal die Jahre dazu beim Zweirad. Ja, das hier ist die Hupe. Funktioniert. Warnblinkanlage hat auch nicht jedes Motorrad. Da kommt es immer aus Baujahr und Modell drauf an. Hier funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, weil die Sonne ist ziemlich hell. Sonst links ist die Kupplung hier. Das ist die Kupplung. Das ist eine für den Kupplungszug eine Einstellschraube. Da macht er am besten nichts, wenn ihr keine Ahnung von habt. Einfach so lassen, wie es ist. Ja, links haben wir schon mal jetzt erledigt. Das ist der Notausschalter. Wenn der nach unten ist, also dieses Zeichen hier ist, können wir den Motor starten. Wenn ich hier jetzt drücke, geht der Motor aus. Zack, Motor aus. Und wenn ich jetzt hier den Elektrostarter drücke, dürfte nichts passieren. Funktioniert nicht. Wegen Notausschalter. Jetzt machen wir den Hebel wieder nach unten. Jetzt funktioniert es wieder. Machen wir mal kurz an. Jawohl, funktioniert. Notausschalter, zack, zack. Das ist die Vorderradbremse. Ach ja, was ich vergessen habe zu erzählen. Diese Hebel, das sind Zubehörhebel. Die lassen sich auch per Weite einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf 1 habe, ist der Hebel ziemlich nah. Wenn ich jetzt auf 6 gehe, achtet mal auf meine Finger. Wenn ich jetzt auf 6 gehe, geht der Hebel immer weiter nach hinten. Ja, einmal geht noch. So. Ich habe es jetzt immer auf beiden Seiten auf 6, weil ich finde es irgendwie so am besten. Weiß ich nicht. Das ist der Elektrostarter. So, damit geht die Maschine an. Vorderradbremse habe ich gesagt. Das hier ist Gas. Kann ich jetzt nicht so viel drehen, weil ich eine Drossel drin habe. Ich zeige euch mal kurz das Gas.
Wichtig ist beim Gas zu sagen, immer behutsam umgehen, weil das ist nicht zu unterschätzen. Ja, das war das Gas. Ach, können wir jetzt auslassen? Na, lass mal an. Das ist die Hinterradbremse. Wann man mit der Hinterradbremse und wann man vorne mit der Vorderradbremse bremst, das klären wir im zweiten Teil, wie gesagt, weil da gibt es auch noch viel zu erzählen und das ist auch sehr wichtig. Hier ist das ist Benzin hier, zack. Sonst noch was? Ich glaube, wir haben alles. Wenn ich jetzt hier den Schlüssel auf Off habe, das Motorrad hat ein Lenkerschloss. Wenn ich den Lenker jetzt ganz nach links ziehe und den Schlüssel jetzt nach links, also man muss ihn runterdrücken, drückt ihn nach links auf Lock, zack, jetzt kann ich den Lenker nicht mehr bewegen. Das ist gegen Diebstahl. Zack, lässt sich nicht mehr bewegen. Wenn ich das rückgängig machen will, Schlüssel nach rechts, auf Off gehen. Und jetzt lässt sich der Lenker wieder bewegen. Ja. Beim Absteigen darauf achten, Ständer ist unten, leicht abstellen und zack. Wie gesagt, das hier ist der Gang. Dazu werde ich im zweiten Video noch was erzählen, beziehungsweise werden wir da erklären. Das ist hier Fußraste für den Sozius, hier für den Zweitfahrer. Ja, Blinker. So, ich glaube, wir haben das jetzt alles geklärt soweit. Müssten wir, ne? Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Das Video zum zweiten Teil, da muss ich mal gucken, wann ich Zeit für habe, wann ich das drehen werde. Und wenn das Wetter stimmt, sowieso, das Wetter muss auf jeden Fall stimmen. Und dann wird das auch noch folgen. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein.